Ja, BAV goes Sachwert, Sachwert goes BAV. Wie gesagt, wir haben geschlossen im ersten Teil mit dem wirtschaftlichen Umfeld, in dem wir uns bewegen, Bankenlandschaft, die Versicherungslandschaft oder das Thema beim Unternehmen selbst, Mitarbeiterbindung und Erhöhung der Krisensicherheit als unsere Rahmenbedingungen und für das, was ich heute vorstelle, eigentlich unsere Treiber. Und ich habe das Treiben und die positive Wirkung noch nie in den letzten 21 Jahren so stark erlebt wie im letzten Jahr. Weil eins von dem kann man ganz klar ausgehen, solche Innenfinanzierungsmodelle, nach denen werden wir immer mehr suchen müssen, die werden immer wichtiger werden. Innenfinanzierungsmodelle, Geld nicht abfließen lassen, auch Steuern möglichst wenig abfließen lassen und Geld aus dem Unternehmen heraus, nicht von extern im Unternehmen zu generieren. Genauso was wichtiger wird, werden variable Modelle. Ich glaube, es ist unmöglich mit der Schubladenlösung, so ist es, so schaut es aus. Wir können weder links noch rechts, wir können nicht an der Schraube drehen, wir können hier nicht drehen, wir können da nichts machen, können dort nichts machen, wir können nicht individualisieren, wir können nicht spezifizieren. Also variable Modelle werden immer wichtiger und es wird auch die freie Kapitalanlage, da gehört für mich auch die Anlage im eigenen Unternehmen und die Anlage am Kapitalmarkt dazu, die wird immer wichtiger und das ist eigentlich für mich die einzige Chance, dass wirklich Arbeitnehmer und Arbeitgeber gewinnen und was dabei haben. Und die beiden Durchführungswege und gleichzeitig die beiden Chancen, die wir haben, das ist einmal die Pensionszusage und einmal die pauschal dotierte Unterstützungskasse. Zu beiden werde ich was sagen, zur pauschal dotierten ein bisschen mehr, zur Pensionszusage aus meiner Sicht hervorragende Türöffner, hervorragende Ansatzmöglichkeiten, hervorragende Lösungen, was sie Unternehmen wirklich bieten können und einen großen Dank dafür auch ernten werden. Beginnen, wie gesagt, tue ich mit der pauschal dotierten als ja, der älteste Durchführungsweg, ich habe ihn im ersten Teil vorgestellt, mehr als 150 Jahre alt. Und was mein Anliegen ist, was ich ein bisschen rüberbringen möchte, das ist einfach die Einfachheit, wie das betriebswirtschaftlich einfach ist, einfach wirkt und eigentlich die Genialität in der Wirkweise von diesem alten Instrument. Ich nenne es zwischenzeitlich hauptsächlich die Unternehmenskasse, weil sie wirklich die Unternehmenskasse ist. Kollege sagte mir dazu, die arbeitnehmerfinanzierte Unternehmenskasse, es ist wirklich ein einfaches und geniales Instrument. Auf der Folie möchte ich nur ganz kurz, da möchte ich nur den Steuereffekt und einen großen Rahmeneffekt am arbeitgeberfinanzierten Beispiel darstellen. Ich habe gesagt, arbeitgeberfinanziert macht man immer weniger, ist bei uns ungefähr jeder 10. bis jeder 20. Fall, ist arbeitgeberfinanziert, sind nur ein paar Unternehmen, die man arbeitgeberfinanziert pro Jahr einrichten. Wenn ich jetzt mal anschaue, Versicherungslösung, wenn ich hier 1000 Euro einzahle, habe ich natürlich 300 Euro Steuervorteil, 30%, 300 Euro Steuern, die ich zurückbekomme oder gar nicht zahlen muss. Das heißt, mir fehlt am Ende des Tages 700 Euro Liquidität. Zahle das Ganze in die pauschal dotierte Unterstützungskasse ein. Muss es gar nicht einzahlen, muss das Geld gar nicht fließen lassen, aber ich habe buchungstechnisch zumindest auch einen Aufwand von 1000 Euro und auch einen Steuervorteil von 300 Euro. Dadurch, dass mir das Geld im Endeffekt überhaupt nicht abfließt, betriebswirtschaftlich, habe ich eine Mehrliquidität von 300 Euro. So, einmal habe ich 300 Euro Mehrliquidität, das ist im Prinzip der Steuervorteil, den ich generiere, weil ich praktisch technisch durch einen Aufwand einen Steuervorteil generiere. Und im anderen Fall habe ich eine fehlende Liquidität von 700, Vergleich ist, habe ich als Mehrliquidität im Vergleich zur Versicherung 1000 Euro. Das ist einmal der Grundeffekt, wie es funktioniert, wie ich aus dem Ganzen einfach Geld im Unternehmen lasse, beziehungsweise noch Steuervorteile zusätzlich generiere. Das ist der arbeitgeberfinanzierte Teil, nur dass wir das Prinzip grob drin haben, kann man an der Stelle schon fast wieder vergessen. Es wird nämlich wesentlich einfacher, das zu verstehen und reduziert zu verstehen, weil, wenn arbeitgeberfinanziert früher noch der Standard war, haben wir heute, wie ich gesagt habe, den Wandel zum Arbeitnehmerfinanziert. Das ist auch für mich der ganz leichte Eintritt Unternehmen. Arbeitnehmer finanziert hat jeder, Arbeitnehmer finanziert kennt jeder. Ich kann es Ihnen auch sagen, da sucht fast jeder zu einer Optimierung und zu einer Verbesserung, das Ganze attraktiver zu machen für einen Arbeitgeber und für einen Arbeitnehmer. Weil glücklich sind die wenigsten damit mit dem, was sie bis jetzt haben. Und das Arbeitnehmerfinanzierte, das ist auch natürlich dann der Schlüssel zu mehr Liquidität und um das Ganze sehr variabel zu gestalten. Und wenn es mal ganz einfach
die Chance, die sich daraus bietet, aus Arbeitnehmersicht, aus Arbeitgebersicht, Entschuldigung, kurz erläutere, dann müssen Sie sich vorstellen, der Mitarbeiter wandelt natürlich 1.000 Euro, 100 Euro jetzt im Monat um, dann bleiben die 100 Euro erstmal im Unternehmen. Und Sie als Arbeitgeber sagen nur, lieber Mitarbeiter, ich gebe dir das später, ich gebe dir das in 20, 30, 40 Jahren, je nachdem, wie alt der Mitarbeiter ist. So, und dadurch, dass er das später kriegt, will natürlich der Mitarbeiter logischerweise ein bisschen mehr haben, da muss er einen Zins noch drauf versprechen. Das heißt, lieber Mitarbeiter, deine 100 Euro gebe ich dir in 30 Jahren, wenn es jetzt ein 37-jähriger Mitarbeiter ist, und ich verzinse das Ganze mit 2% oder 2,25, 2,5, 2, 3 Viertel, teilweise auch 3%, was ich für notwendig und was ich für sinnvoll erachte. Du kriegst die 100 Euro und zwar verzinst in 30 Jahren mit 2,5% oder 2,25%. Und das ist eigentlich schon der ganze Effekt. Und jetzt muss ich nur noch sagen, was bewirkt der Effekt? Im Ergebnis habe ich hier ein ganz langfristiges Darlehen. Ich habe 100 Euro langfristig über 30 Jahre als Darlehen erhalten. Ich habe es nicht bloß besonders langfristiges Darlehen, sondern ich habe es auch besonders zinsgünstig, weil ich habe das Darlehen zu einem Zins, zu einem langfristig gültigen Zins von 2,25% bekommen, eben die, die ich festgesetzt habe, die ich als Arbeitgeber jetzt für angemessen, für fair, für sinnvoll, für attraktiv, für motivierend empfinde. Und das ist nicht bloß langfristig und günstig, das ist vor allem komplett sicherheitenfrei. Ich muss nichts verpfänden, ich muss anlegen, ich muss nichts übereignen, ich muss nichts garantieren. Das ist ein sicherheitenfreies Darlehen, das im Prinzip besichert ist durch die Leistungskraft von Unternehmen als solches. Das Unternehmen, das als solches auch erfüllt. Und das ist natürlich dann ein einfacher Weg zu Krediten ohne Basel II, weil das Geld, das da bleibt, kann jetzt mal nehmen und meinen Kontokorrent-Kredit tilgen. Oder einen Teil zumindest vom Kontokorrent-Kredit tilgen. Einen anderen Teil vielleicht am Kapitalmarkt in Sachwerten anlegen. Es ist natürlich auch ein einfacher und genialer Weg zur Mitarbeiterbindung, weil ich verzinse dem Mitarbeiter 100%, seine kompletten 100 Euro, nicht bloß 70. Ich verzinse ihn relativ großzügig mit 2,5%. Die 2,5% sind garantiert. Das heißt, eine wesentlich bessere Leistung, als er irgendwo anders kriegt. Und nicht bloß ein bisschen besser, sondern deutlich besser. Ja, und das ist natürlich auch ein Vorteil für den Unternehmer, für das Unternehmen und für den Arbeitnehmer. Das ist das, was wir auch in den Mitarbeiterversammlungen ganz transparent machen. Wir sagen, liebe Mitarbeiter, normal läuft es so an, du wandelst um, das Geld geben wir an die Versicherung, Versicherung nimmt sich Geld weg für Gewinne, für Provisionen, für Vertrieb, Außendienst und so weiter und ein Teil wird für dich angelegt. Wir machen es anders, das Ganze sparen wir uns von dem Gewinn und von den Provisionen und so weiter. Da kriegst du von unseren Arbeitgeber finanzierten Zuschuss, einen Teil nehmen wir uns als Unternehmer und stärken damit das Unternehmen und die Arbeitsplätze. Und das ist auch gefördert. Der Unternehmer hat einen Vorteil, Arbitragegeschäft. Wenn er 2,5% zusagt, mehr damit erwirtschaftet und sei es nur, indem er den Konkurrent tilgt und sich 10% Zinsen spart, verdient er was dran. Der Mitarbeiter hat eine Verzinsung vom ersten Euro, der profitiert. Das Unternehmen, im Unternehmen bleibt das Geld. Auch wenn ich es anlege, hier in einem geschlossenen Fonds, am Kapitalmarkt, wo auch immer, an das Geld komme ich doch immer wieder ran. Ich kann es beleihen, ich kann es kündigen, ich kann es verkaufen, irgendwann wird es fällig. An der Versicherung komme ich nie mehr ran, bis zum 65. Also hat jeder was davon und ist ein Betriebsgestaltungsinstrument. Für einen Berater ist das Schöne, er hat ein stornofreies Beratungsfeld. Er bringt eine Leistung, er bringt eine Beratung, die wird transparent honoriert, kostet das und das. Und das Geld hat er auch verdient. Ob der Mitarbeiter nach 2 oder 3 Jahren ausscheidet, er hat seine Beratungsleistung erbracht. Die wird dann nicht rückgängig gemacht. Und aus Arbeitgebersicht ist das natürlich das günstige, langfristige Darlehen eine Chance für Arbitragegeschäft, indem ich einfach schaffe, mehr zu erwirtschaften als die 2, 2,25, 2,5, die ich zugesagt habe, mache ich hier einen Profit, habe im Prinzip Vorteile und habe noch weitere Vorteile, dass das Geld ja nicht abgeflossen ist. Das ist in meiner Sphäre, über die ich verfügen kann. Aus Arbeitnehmersicht ist im Ergebnis genauso einfach. Ich habe eine Verzinsung vom ersten Euro an. 100 Euro werden sofort verzinst. Ich habe in der Regel auch einen höheren Zins oder einen tendenziell höheren Zins. Ich habe in der Regel auch eine Förderung durch den Arbeitgeber. Warum? Weil sich der Arbeitgeber das leicht leisten kann, weil der Arbeitgeber irgendwas damit erreichen will.
Gestern hat mir einer angerufen, der hat gesagt, ja, wir müssen hier arbeitgeberfinanziertes Versorgungswerk einrichten, das will der Arbeitgeber so haben. Sag ja, weil der hat seine Mitarbeiter, IT-Branche, Beraterbranche, also Unternehmensberaterbranche, die wechseln immer nach 2-3 Jahren. Da habe ich gesagt, naja, Arbeitgeber finanziert, wenn er nach 2-3 Jahren, er macht es steuerlich geltend, er hat das Geld in der steuerfreien Sphäre und wenn die wirklich alle nach 2-3 Jahren gehen, braucht er nie was zahlen. Vielleicht ist der eine oder andere dabei, der so clever ist und sagt, ich scheide es nicht schon nach 2-3 Jahren aus, sondern erst nach 5-6 Jahren, ich warte, bis das unverfallbar ist. Dann kriegt er zwar am Schluss was, aber der Unternehmer hat auch einen Wechsel weniger. Der hat einmal weniger die Fluktuationskosten, einmal weniger die Einarbeitungskosten, einmal weniger die Stellenbeschreibungskosten und was alles damit zusammenhängt. Und ich habe gesagt, für die Argumentation ist ganz einfach. Ich will dadurch die Fluktuation mindern und ich bin auch überzeugt, dass es mindert. Irgendeiner wird einfach länger bleiben oder wird 2-3 Jahre länger bleiben. Ich kann nicht sagen, da bleibt jeder bis zur Rente. Aber können wir auch machen, dann müssen wir halt den Zins mit allen Jahren steigern. Dann ist die Motivation nach hinten immer größer. Auch solche Dinge haben wir schon gemacht. Wo kann man machen? Aber ich kann sagen, dass ein Teil der Mitarbeiter einfach länger bleiben wird. Und wenn dann trotzdem einer geht, dann habe ich durch die Fluktuation und durch die Fluktuationsgewinn immer einen Vorteil. Ja, also aus Arbeitnehmersicht, das Ganze so einfach wie ein Sparbuch. Ganz klare Sparbuchfunktion, Verzinsung vom ersten Euro an. Er kann es leicht rechnen. 100 Euro, 2,5% Zins. Im nächsten Jahr sind es 102,50 Euro. Wieder ein Jahr später sind es 105 Euro. Gibt er nochmal 100 Euro drauf, sind es halt 205 Euro. Das kann er genau rechnen. Wenn er ausgeschieden ist, kann er sagen, so, jetzt verzinst sich das noch 20 Jahre weiter mit 2,5 Euro, dann wären es 300 Euro zum Beispiel. Einfach rechenbar. Natürlich Garantie auf die Umwandlung den Zins und was wichtig ist, und das einzige Punkt, den man den Arbeitnehmern auch erklären muss, wir haben einen Schutz gegen eine Insolvenz des Arbeitgebers, das heißt bei Insolvenz geht das Ganze über auf den Pensionssicherungsverein und der übernimmt die Verpflichtung und der bezahlt auch die Verpflichtung raus. Genauso wie es zugesagt war, auch einschließlich der Zinsen. Der PSV übernimmt das Kraft Gesetzes. Da kann der Arbeitgeber gar nichts falsch machen. Selbst wenn der sich beim PSV nicht anmeldet, unterschlägt oder irgendwas macht oder falsche Zahlen meldet. Der Schutz ist immer per Gesetz zu 100% von Anfang an da. Für den arbeitnehmerfinanzierten Teil vom ersten Tag, für den arbeitgeberfinanzierten erst nach 5 Jahren, wenn das Ganze unverfallbar ist. Ja, in dem Schaubild kann man es ganz einfach sehen, nochmal der Vergleich. Zahle ich als Arbeitgeber 100 Euro in der Versicherung, ist eins sicher, es kommt kein Cent mehr zurück, es ist nichts beleihbar, es ist nichts rückholbar, es ist nichts stornierbar, ich komme an das Geld nie mehr ran und der Mitarbeiter bekommt eine mehr oder weniger Bescheidung, Leistung, zum Beispiel hier 200 Euro. Mache ich das hier gewinnorientiert als Kapitalmarktlösung durch die firmeneigene Unternehmenskasse, durch die Unternehmensbank, zahle ich auch 100 Euro ein, beziehungsweise lasse die möglicherweise gar nicht fließen. Habe die also weiter in meiner Sphäre, mir ist gar nichts abgeflossen und ich habe weitere Vorteile wie Steuersparnisse obendrauf. Also ich habe nicht bloß das Geld, sondern noch zusätzliche Liquidität generiert, was ich Ihnen am Anfang gezeigt habe. Und der Mitarbeiter bekommt deutlich mehr. Und warum bekommt er deutlich mehr? Einfach, weil wir das eingezahlte Kapital verzinsen, weil wir tendenziell ein bisschen mehr verzinsen und weil wir andere Rentenfaktoren, die man halt für fair oder angemessen hat, die man mit dem Unternehmer besprechen oder vorrechnen, besprechen. Und wie gesagt, beides ist gespaltbar, beides wird vom Arbeitgeber so vorgegeben. Wenn wir uns mal anschauen, was sich hier über die Zeit steuerlich geltend machen kann, ist ja das Interessante, da kann ich zum Beispiel hier beim 30-jährigen Mitarbeiter bei 100.000 Euro Zusage sogar 160% steuerlich geltend machen, die ich in meiner steuerfreien Sphäre habe und steuerfrei angesammelt habe. Das ist einmal ganz grob das Prinzip, wie es funktioniert.